Boulder Dash. So, wir gucken nochmal nach. Ich habe schon 32%. Ich bin schon, ja, anderthalb Stunden. Ich glaube, ein bisschen weniger dabei. Aber das finde ich auch in Ordnung. Aber es ist also das auf Zeit, das Level jetzt, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Das wird ja absolut schwer. Oh. Man wird wieder verfolgt. Dann mal los. Gucken, wie ich jetzt hier verzweifeln werde. Vielleicht werde ich auch nicht verzweifeln. Wir werden es sehen. Bis jetzt läuft es ganz gut. Gefühl, der ist ziemlich nah. Aber man weiß nicht, wo sie kommen, weil sie sich halt bewegen. Warte mal. So, 17. Nein, nicht haken bleiben, hängen bleiben. Kommt nochmal. Nein! Ich wollte sagen, kommt nochmal ein Checkpoint. Da wäre bestimmt noch einer gekommen, so. Weil zu Ende kann es noch nicht sein, oder? Ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht. Bin zu früh abgesprungen, aber es hat noch gereicht. Hey, hier braucht man schon wieder was. Von wo kriege ich das denn? Bis jetzt haben wir nur einen grünen gesehen, aber wie man den bekommt, weiß ich auch nicht, weil ich habe ja verloren. Ich weiß halt nicht, wie man gewinnt oder wie man überhaupt verliert. Sunset Vista mit Schlüssel. Fragt mich nicht, wo der Schlüssel ist. Vielleicht finde ich ihn durch Glück oder man braucht wieder irgendetwas. Ein Edelstein halt, womit man zum Schlüssel kommt. Das weiß ich aber nicht. Könnte halt sein, ja. Okay, nach links geht's nicht. Oh Gott. Oh, Leben noch. Das wollen wir natürlich, ne, mitnehmen. Hätte ich einfach nichts gemacht, wäre ich auch nicht gestorben. Weil wegen Akku. Aber das war riskant. Aber da wurde ich wieder ausgebremst. Aber halt auch nicht immer wird man ausgebremst.
Ich hoffe, ich brauche den nicht. Ich habe erst gedacht, wie komme ich da rein? Aber okay. War gar nicht so schwer. Was? Wir warten noch mal lieber eine Runde Fledermäuse ab. Und wie mache ich das jetzt? Das Springen klappt irgendwie gar nicht. Weil er nicht abspringt. Vielleicht einfach jetzt. War gar nicht so schwer, oder? Ja, ich wusste das, also das war mir jetzt klar. Aber darauf habe ich mich schon vorbereitet. Warte, geht weg. Logischerweise genau aufs Feuer. Hier ist nichts weiter, oder? Wenn ich jetzt erst das erste hier Gesicht-Dings hab. Wie lang ist das Level? Muss ja ziemlich lang sein, oder? Wow, es wird ein so weggezogen. Das war unfair. Ich würde auch sagen, bis jetzt läuft das Level ganz gut. Auch wenn es halt. Ne, ich nehm's zurück. Warum sage ich sowas überhaupt? Es ist so lächerlich.
Es ist einfach echt lächerlich. Ja, egal. Oh mein Gott. Was ist das? Wieso komme ich da nicht hoch? Alter. Also hier ist ein Akku und da. Oh, warte, ich sehe es. Guck mal genau dahin. Halt, halt, halt. Ja, sterben wir mal kurz. Ah, genau. Genau. Er ist 30, ne? Das ist so ein Drittel des Levels habe ich gerade, oder? Oh nö, ich kann die Kisten immer wieder jetzt holen, ne? Ist ja nur bedingt nervig. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist gutes Timing. Wir warten noch mal. Jetzt wahrscheinlich noch geschafft, aber halt, das kann ich nicht machen, oder? Doch, muss ich. Was ist das denn jetzt schon wieder mit Cortex? Oh, brauche ich jetzt auch noch drei Cortex-Teile? Alter, komm, Mann. Hey, bitte, ne? Bitte lass mich dieses Level doch nur noch beenden. Bevor ich Game Over gehe. Dieses Level von vorne wäre so die Qual. Weil es halt so lang ist, ne? Es will halt aber auch echt nicht enden, ey. Das ist nicht wahr. Es muss doch möglich sein, das jetzt mal zu beenden hier. Und nicht 5 Jahre zu brauchen. Warte, wow. Nein. So, wir warten. Falls ich wieder, ne, da hochspringen. Weil es so knapp ist. So, los. Ich hab's ja, ne? Wobei, nach oben wäre, glaube ich, schlauer. Jetzt muss ich hier unten irgendwie durchkommen. WTF! Wie soll das funktionieren? Ich kann es nicht glauben. Und am Ende kann ich es wahrscheinlich sowieso nicht alle holen. Alle Kisten. Was wollen wir wetten? Am Ende kann ich sowieso nicht alle holen, ne? Das heißt, ich bringe mich jetzt um, nur wegen den Kisten. Und ich kann am Ende eh nicht alle holen.
So wird's aussehen. Ja, wenn, dann ist es halt so, aber es wäre halt so, ne? Was war das? Checkpoint, bitte. Oh, wäre ich vorher gestorben, ich wäre ausgerastet. Ich glaube, eine Cortex habe ich. Die habe ich doch bestimmt schon übersehen, oder? Die war wahrscheinlich nochmal irgendwo drauf und dann habe ich es nicht gesehen. Ja, hier hätte so auch sein können, ne? Eins von drei, da brauche ich sie schon. Die Frage ist für was? Wobei sie kann noch kommen, theoretisch, ne? So ist ja nicht. Bei dem anderen bin ich auch, ja, ganz kurz zurückgegangen. Oh Mann, ey. Ja, wer weiß, wo die dritte Cortex war. Vielleicht gibst du auch nur den Schlüssel und die Kisten kriege ich trotzdem, ey. Das wäre so schön, wenn ich die Kisten wenigstens kriege. Dem Schlüssel, ja gut, da kann man dann nochmal gucken. Guck mal, das sieht doch so verdächtig aus. Aber ich glaube nicht, dass man da lang kann. Mir fehlen halt noch so viele Kisten. Gibt es halt. Oh mein Gott. Ja. Bullshit. Und ich bin so oft gestorben und es hat so lange gedauert. Koala Kong, nächster Boss. Keine Ahnung, wie man den. Ich kenne den Boss nicht. Bei dem war ich nicht. Kann man da rüber? Nein. Leben verschwendet. Schade. Okay, man kann. Was muss ich machen? Ich kann ja nicht TNT werfen, oder? Alles klar. Ah, okay, wir müssen ausweichen und den großen dann. Alter, der wirft aber immer so knapp. Nein.
Der Wagen hat ihn geschützt. Okay, der Kampf ist ganz cool, ne? Man muss halt ein bisschen darauf aufpassen. Oh Gott, nein. Oh, zum Glück. Man muss halt aufpassen, dass man nicht einen Wagen trifft, ne? Aber jetzt ist frei. Wow, okay, das war's schon anscheinend. Alter. Nein! Wie viele Leben? 7, okay, das ist ja noch. Geht ja noch. Ja, Einmal kann man jetzt links, einmal rechts. Und jetzt wieder links. Toll. Ich müsste eigentlich in der Mitte bleiben. Er ist so ein... Ich hasse diesen Boss. Wie er schon aussieht. Hä? Da fehlt noch... Aber warte, ich muss doch von ganz vorne. Ich wollte gerade sagen, da fehlen doch TNT-Kisten. Ich muss doch von ganz vorne. Oh nein. Habe ich ganz vergessen, ich muss von ganz vorne. Das gibt es nicht. Och, was? Ich habe nicht aufgepasst und bin zu weit nach vorne gesprungen. Das gibt's nicht. Was aber interessant ist, ich kann den Stein verschieben. So ein bisschen. Wenn ich mich richtig davor stelle. Wie soll man dem gut ausweichen? Eigentlich das Beste ist doch wirklich so wegzuspringen. Aber es klappt halt ja auch nicht immer. Ich hasse Koala Kong. Koala, was? Ja, Penner. Was ein Penner.
Nice. Oh, was? Es geht noch weiter? Oh Gott. Doch nicht. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Crash Bandicoot Insane Trilogie Parts. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.